Moin Moin und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Starfield. Ich habe so ein bisschen Ressourcen gefarmt und so ein bisschen den Außenposten erweitert. Es ist noch nicht viel passiert, es ist noch nicht so Spannendes passiert. Aber was passiert ist, beim zufälligen Erkunden habe ich ein paar Piraten getroffen und die haben eine Mission fallen gelassen. Mantis! Der ein oder andere von euch, der wird es sicherlich wissen, was passiert. Und zwar, die Mantis-Mission ist eine Mission, wo wir eventuell ein neues Schiff und einen Raumanzug bekommen, der gerade zu Beginn sehr stark sein soll. Ich würde sagen, heute kümmern wir uns mal um diese Mission. Quatschen nicht lange, starten ins Game. Viel Spaß! So, dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe gar nicht mal so viel Munition für meine Waffen dabei. Aber wir werden schon klarkommen. Ich glaube, dafür nehme ich auch den Barrett mit. Oder? Oder ich bleibe bei Andrea. Die ist ja ganz süß. So. Dann setzen wir mal einen Kurs. Können wir einen Kurs setzen? Achso, wir müssen uns das, glaube ich, erstmal anhören. Notizen der geheime Außenposten. Treue gegenüber der Crew schon klar, aber scheiß drauf, töten, wenn es sein muss, um nach Denobola zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten. Eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Okay. Jetzt aber. Sie hat sich. Genau. Kurs setzt nach Denobula. Kurs gesetzt. Geht natürlich nicht. Wir müssen springen. Bis hier. Ja, ja, so ist das, ne? Nein. Diese Garantieverkäufer, ist das schlimm? Weiter geht's. Kurs setzen. Verstehe ich nicht. Ich wollte doch eigentlich... Hierhin. Ach, jetzt habe ich das schon wieder. Also, ihr merkt schon, wir brauchen auf jeden Fall ein besseres Schiff. Hier ist Neon, okay. Und zum guter Letzt Sprung nach Denobula. Entschuldige, dass ich dich über diesen Notkanal kontaktiere, aber wir brauchen Hilfe wegen des großen Schiffs im Orbit und möchten diese Angelegenheit gerne diskret regeln. Falls du uns helfen kannst, nicht jetzt. Ich habe keine Zeit. So. Zack. Sind die Sterne anders angeordnet. Und wir sind hier. Yes. Oh, Freunde. Guck mal, was hier alles an Zeug ist. Sollten wir uns merken. Geheimer Außenposten. Da wollen wir hin. Gucken, was passiert. Freunde, wenn ihr das Projekt genauso feiert, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Würde mich wirklich freuen. So. Dann wollen wir mal, ne? Welche Wunder des Lebens dieser Planet wohl beheimatet? Das ist also gefährlich, sonst bringen wir dich um. Das Versteck der Mantis gehört uns. 5, 4, Maul halten!
Was ist los mit dir? Und Scharfschützengewehr wäre auf jeden Fall mal eine geile Nummer. Ich habe keine Munition, nichts, völlig unvorbereitet. Level 14, ey. Komm, Freunde, wir gehen mal da rein. Wenn man denn hier irgendwo reinkommt. Keine Granaten, ey, nix dabei, ne? Aber für die Waffe haben die Munition da gelassen. Das ist gut. Nehmen wir. Versteckte Mantis. Okay. Nope. Nope. Auch nicht. Freunde, wir haben echt ein kleines Munitionsproblem, würde ich sagen. Was ist mit dir? Was ist mit Raumanzug? Naja. Oder habe ich auch einen an? Doch, ich habe einen an. Wenn die meint, die geht halt gerne auf Risiko, wa? Los, kümmere dich! Ja, okay, nehmen wir die. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Die Mantis zu sein. Eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Okay. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Das scheint irgendwie ein Projekt zu sein oder sowas. Könnt ihr mal nicht übertreiben hier direkt? Los mit euch! Ich trage mal wieder zu viel. Na klar. Kann ich nicht knacken. Granaten! Wir müssen Granaten ausrüsten. Freunde, Granaten. Inferno-Mine, Splittermine, Splittergranate haben wir ausgewählt. Sehr schön. Erwischt. Nachsehen lohnt sich immer. Na klar. Wir gucken mal eben, was wir bekommen haben. Coachman, die haben wir ausgerüstet. Ein Schwert. Eine Laserwaffe, die sollten wir vielleicht auch noch nehmen. Da oben. Ich habe ein bisschen viel Waffen dabei, wa?
Komm, geh mir der Tante mal ein bisschen was. Ja, kann ich. Komm her. Ich trage gerne noch ein oder zwei Waffen. Ja, glaube ich dir. Oder auch drei. Chrisse, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben, das kannst du haben. Das kannst du haben. Hier kannst du auch noch eine von haben. Hier kannst du eine von haben. Brauchst noch einen Raumanzug. Oh, der ist sogar... Der ist sogar besser als unserer. Nein. Ach, das ist alles ein bisschen umständlich, ne? Warte. Alles? So, wo war der Raumanzug? Constellation und dann nehmen wir den hier, ne? Den ziehen wir an. Rucksäcke. Okay. Gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Erwischt, Junge, hab ich mich erschrocken. Was ist los mit dir? Uns mal an. Miteinander gesprochen. Mutter sah nicht gut aus. Aber sie war sie. Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, dass sie sich an ihren Sohn erinnert hat. Es war starker Tobak. Fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Verhaltensgegeben auf die Nebula 1B. Was ist das denn für eine schrottige Waffe? Kann ja gar nichts. Sig Semper Tyrannis. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt ihr das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Komm, Andrea, kämpf mal ein bisschen mit. Los mit dir. Langsam haben wir keine Munition mehr. Na komm, komm, zeig dich, zeig dich. Zeig dich. Zeig, was du kannst. So, das ist eine Scheißwaffe. Und level up. Und weg mit dir. Boah, ich kann echt nicht zielen, ne? Geht echt die Munition aus. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hat immer... Scheibe! Gehört mir! Du hast doch hier!
Granate. Ach Gott, ey. Du bist da dabei, gerade zu sterben. Das überlebst du nicht. Ich brauche Granaten oder sowas in der Art. Und weg mit dir. Nee, darf man noch nicht. Das stimmt. Hast du recht. Deswegen sammeln wir ja auch alles auf. Scheiße, ich glaube, ich habe den Falschen erschossen. Wow! Wow! Wie kommen wir denn jetzt da durch? Haben wir irgendwas aufgenommen? Irgendwas, eine Info oder sowas? Blablabla. Nee, geheimer Außenposten. Nee. Ich bin hier. Scheiße. Mal hier hören, ihr Drecksäcke. Die Arschlöcher sind in Aktion und wir müssen bereit sein. Nein, nicht die UC. Wenn wir da durchrennen? Scheiße, nein, das schafft man nicht. Oha, Freunde, ist immer ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein scheiß Problem. Okay, dann müssen wir es zerstören. Oh, Leute, ey.
Eins weniger. Blöd, blöd, blöd. Na gut. Oh, weia. Weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. 9. Zerstört. 6. Eins noch, ne? Kriegen wir hin. Da haben wir's. Na Gott sei Dank. Alter Falter. Okay, man sollte nicht unbedingt alle erschießen gleichzeitig. Vielleicht nicht die beste Idee. Wie viele sind denn hier? Was soll denn das? Das ist aber echt. Da haben wir uns was eingebrockt, Freunde. Alter, Medipacks wären mal geil. Alles mal mit Medipacks, Freunde. Ich brauche unbedingt Medipacks. Scheiße. Alles durchladen.
Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Na komm. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Ja, irgendwann ist wirklich Schluss. Yes! Oh. Die sieht nicht gut aus. Haben wir was zu futtern? Wir müssen irgendwas essen. Irgendwas. Irgendwas. Irgendwas, was uns wieder Leben gibt. Junge, 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 Junge. Besteck der Mantis. Da steht ein Raumschiff, Freunde. Sehr schön. Ich würde aber gerne mal ein paar Medipacks haben, wenn es geht. Gibt natürlich nicht, ne? Gibt natürlich nicht. Aufzug. Leon, du hast es geschafft. Das Versteck gehört jetzt dir. Hier ist alles, was du brauchst, um zur Mantis zu gehen. Das Gebiet ist mein Junge. Okay. Medipacks, Medipacks. Ich hätte gern Medipacks. Da ist der Anzug. Yeah. Auf jeden Fall. Sau geil. Haben wir den an? Nein, wir müssen uns ausrüsten. Okay. Anzug. Rucksack. Und Helm. Erledigt. Okay, das haben wir. Gibt's hier irgendwas? Leiterplatte nehmen wir mit. Steak nehmen wir auch mit. Nehmen wir alles mit. Anzugwerkbank. Hier können wir unseren Kram verbessern. Anzugwerkbank. Okay. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Können wir nicht knacken. Wir können ja mal ein paar Skillpunkte verteilen, wo wir gerade dabei sind. Kampf. Nahkampf interessiert kein Laser. Schrotflinten nehmen wir auf jeden Fall. Ich mag Schrotflinten. Sozial. Gastronomie überzeugen. Plündern.
Beim Durchsuchen von mir besteht die Chance, dass du zusätzliche Credits bekommst. Nehmen wir auf jeden Fall auch. Physiologie, Boxen, Fitness. Dir stehen 10% mehr Sauerstoff zur Verfügung, auf jeden Fall. Mehr Kapazitäten, ja. Forschung. Analyse. Fügt dem Handscanner Option Zoom hin, Scan-Distanz um 20 Meter. Astrodynamik. Sprungreichweite, Technologie. Fliegen. Ich kann Schubdösen einsetzen. Du kannst Boostpacks benutzen. Gesperrt, ist alles gesperrt. Waffen. Medizin. Nehmen wir auf. Okay. Dann geht's mal weiter, oder? Holen wir mal das Schiff. Oh. Nehmen wir mit. Gucken wir uns hier nochmal um. Dass wir irgendwas vergessen. Verpassen. Okay, dann müssen wir zurück, war so wie es aussieht. Dafür ist auch der Aufzug da, verstehe. Ja. Aha. Und wir sind quasi schon draußen. Sehr geil, Freunde. Da haben wir, glaube ich, unser erstes. Raumschiff, oder? Ja, und wir sind gnadenlos überladen. Oh, geh mir doch auf den Sack da hinten. Das sieht doch keiner, wir wollen das Schiff sehen. Da ist es, guckt es euch an. Nice. Nice! Unser erstes neues Schiff, die Razor Leaf. Sehr fett. Sehr fette Nummer. Okay, hier ist Schleuse, Aufenthaltsbereich. Da geht's nochmal hoch. Navigationskonsole, Schreibtisch. Was ist das? Kaffeemaschine. So muss es sein. Hier ist Essen drin. Und hier ist das Cockpit, wa? Ja, hübsch. Hübsch. Wo ist das Fracht? Da ist das Fracht. Plutonium, Palladium, Monotriebmittel. Können wir da ein bisschen Rohstoffe reinschmeißen? Haben wir Rohstoffe dabei? Yes. Wie viel Fracht haben wir denn hier? 420. Ja, guckt es euch an. Wir gucken uns aber erstmal das andere Deck noch an. Hier ist auch noch Credit. Lichtmittel. Hier ist noch ein Spind. Klamotten drin. Okay, schön. Gehen wir mal hoch. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Zeug. Waffenkoffer. Ist leer. Hier ist ein Anzug drin. Reaktives Messgerät. Noch ein Helm. Waffenkoffer ist leer. Schrotflinte, Munition. Schrotflinte, Waffenkoffer.
Rucksack. Ja, sieht doch nice aus. Hier ist ein Waffenrack. Okay, das ist geil. Waffenständer. Waffenständer. Hier können wir unsere ganzen Waffen und Gedöns hinbringen. Ja, mega nice. Ja, geil. Freunde. So muss das sein, oder? Lol. Dann heben wir doch mal ab mit der Mühle, oder? Die sieht doch mal gut aus. Jetzt müssen wir nur irgendwie die Fracht transferieren aus der Frontier. Wir sind im Stabil. Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Dein vorheriges Heimatschiff wurde deiner Flotte hinzugefügt. Um an die zurückgelassenen Schiffe in deiner Flotte zu gelangen, wendest du dich in einer beliebten größeren Stadt an ein Schiffswartungstechniker und lässt dir die Schiffe in den Besitz zeigen. Anschließend kannst du die Schiffe deiner Flotte durchschalten und Heimatschiffe anlegen, auswählen und Schiffe. Ah ja, okay. In Orbit. Wir könnten ewig hier bleiben. Wir könnten auch abhauen. Nein. Na geil. Raketen haben wir auch. Ja, schön. Werden beschossen. Feuer konzentrieren! Cool! Freunde! Und damit springen wir dann mal schnell zur Heimat, oder? Alpha Centauri. Was jetzt? Können wir jetzt oder nicht? Warum nicht? Können wir hier hinspringen? Auch nicht. Jetzt. Ah, das geht. Okay. Wir müssen es anklicken. Verstehe. Mein Gott, was ist das kompliziert. So, Kurs festlegen, springen. So. So. Ja. Was greifen die denn hier auch an? Achtung, das Ziel hat seine Waffen repariert. Wir haben einen Treffer auf ihren Grabantrieb. Und tschüss. Und neuer Skillpunkt. Sie hat gar nichts mehr. Ja. Nicht viele hätten ihren Hals einfach so für eine Patrouille riskiert. Können wir uns revanchieren? Ich würde mich ein paar Credits freuen. Hoffentlich findest du in den Trümmern was Wertvolles. Bestimmt. Wir müssen weiterfliegen. Bis dann. Okay, cool.
Was haben wir denn hier? Frachtraum voll. Okay. Freunde! Das war doch mal eine geile Aktion. Jetzt haben wir die Mantis-Rüstung, wir haben die Razorleaf, das neue Schiff. Und ja. Haben tierisch einen auf den Deckel gekriegt, haben keine Waffen mehr, haben keine Munition mehr. Ja, übel. Ich werde jetzt mal ein bisschen die Ware transferieren, dass das Schiff hier unsere neue Heimat wird. Und die Frontier, ja, die lassen wir erstmal in der Flotte, wie sie ist. Ist ja kein Problem. Und dann, ne? Haben wir das. So, in der nächsten Folge gehen wir dann mal weiter zu den Quests. Vielleicht baue ich den Außenposten noch mal ein bisschen fertig. In der Zwischenzeit mal schauen. Wenn euch das Projekt gefällt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder mit ein. Mein Name ist Sebaus. Ich bin raus.